Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey. Hier wieder an der Scheibe. Fehler von Rheinbacher. Bündner erobern die Scheibe mit Ambühl. Herrlich gespielt und das ist das Führungstor. Dennis Raff. Rheinbacher. Hier. Sein Zuspiel abgefangen von André Sambühl. Herrlich das Backhand-Pässchen von Ambühl für Rasmussen und steht wieder auf dem Eis, dem gegenüber Jonathan Enk. Gut gemacht vom Kanadier, Jonathan Enk, guter Abschluss. Und dann ist es mit Nussbaumer. Dann gut zur Seite, was ein Tor! Leon Bristek, 2:0 Davos. Siebte Spielminute. Davos trifft zum 15. Mal in Überzahl. Neküwe und dann keine an den Klotenen. Ihr Überzahlspiel ebenfalls auszunutzen. Und da kommt eine super Chance. Und das Tor von Dominik Diem. Ein herrlicher Schuss von Diem. Simic zur Mitte und dann steht er völlig blank. Keine Abwehrchance für Eschlimann über dem Fanghandschuh erwischt im Mittendrittel. Das habe so einen richtigen Ruck durch die Mannschaft gegeben. Und auch jetzt Miro Altonen mit der Chance hier. Aber Eschlimann, herrlich die Vorarbeit von Leon Bristet. Aber Wieser verpasst hier seinen dritten Saisontreffer. Nächster Schuss, gefährlich. Schuss von Michael Fuchs. Nächste Chance, Tor, Dominik Egli und es ist das erste Saisontor für Dominik Egli. Hat gedauert, bis er erstmals traf in dieser Saison. Er tut es mit einem herrlichen Handgelenkschuss im Powerplay. Wieder ein Fehler von den Klotenern. Jetzt war es ein Überzahlspiel, okay, und trotzdem. Nächste Davoser Chance, also Scheibe nicht drin. Klotener fährt in der Offensivzone, bringen die Scheibe gefährlich vors Tor und dann ein Postenschuss. Wenig hat gefehlt hier zum Anschlusstor. 4,5 Minuten gespielt im zweiten Abschnitt. Kloten am Drücker. Altonen abgelenkt die Scheibe. Gut gespielt, Kellenberger, dauert zu lange. Bis Kellenberger dann hier die Scheibe unter Kontrolle bringt. Jetzt ein Gegenangriff des HCD. Viel Platz jetzt für die Akteure auf dem Eis. Dahlbeck! Aber Davos mit der Bristet. Dann die Chance für Marchand. Und er verpasst hier den Abschluss. Ersten Minute des zweiten Drittels dank Dominik Egli. Und jetzt gibt es die nächste Möglichkeit für die Bündner. Und auch diese Chance wird liegen gelassen von Raphael Prass. Verlauf dieser Saison. Ambühl. Ambühl aus sehr spitzen Winkel hier. Der Abschluss auf den Kasten von Sandro Zurkirchen. Dann wieder Gebe. Guter Abschlussgelegenheit für Enzo. Powerplay hat heute ausgezeichnet funktioniert. Nächste Chance. Rasmus. Wieder Egli. Corvi verspringt die Scheibe. Herrlich der Pass von Wieser für Stransky. Kein Tor. Was für eine. Powerplay-Tore könnten entscheidenden Charakter haben. Profiko. So, versucht es noch einmal mit Alton anzubieten hat. So auch heute. Und dann ist die Scheibe trotzdem drin. Jetzt lässt sich hier Eschlimann doch noch erwischen und es wird noch einmal spannend. Der vierte Treffer im Powerplay. Eschlimann bringt die Scheibe nicht unter Kontrolle und es war dann wahrscheinlich nicht Altonen, der Schütze ist. Nein, nein, es ist Tyler draußen. Jetzt wird's ganz eng. Gutes Forechecking hier. Und die Scheibe kommt fast da. Und die Topchance. Und der Treffer. Das ist doch nicht zu glauben. Am Ende ist es Simic, der die Scheibe irgendwie über die Linie drückt. Wahnsinn.
Ja, Ashley Mann ist nicht einverstanden. Er hat hier aus seiner Sicht die Scheibe blockiert, hat er aber nicht. Dann Stransky. Stransky mit Dolbeck. Stransky, viel Platz für Stransky! Matej Stransky! 2 Punkte für den HCD und auch dies geht in Ordnung. Und hier die entscheidende Aktion. Man lässt ihn zu scoren, dann tut er es sehr oft auch. Nutzt hier die Klotener als Stream. Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.